Moin moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Vaporum für die Switch. Mittlerweile sind wir wirklich noch weiter oben angekommen. Ich glaube in den höheren Gefilden dieses schrecklichen Turms. Und wie man sieht, habe ich eigentlich gar nichts mehr an guten Sachen, die wir irgendwie nutzen können für irgendwas. Aber wir gehen mal jetzt erstmal hier rein. Der Bibliothekar, okay. This is a bit too quiet. Gibt hier auf jeden Fall wieder, wie man sieht, so ein paar. I need a key. Bilderschlüssel. Wie man sieht, gibt es hier vielleicht wieder irgendwelche Ausrüstungsgegenstände. I need a key. Ein rostiger Schlüssel, okay. Mag gar nicht gerade ausgehen. Wir speichern mal. Die kann man noch nicht benutzen, aber ich behaupte mal zu 127.000%, dass hier neue eventuell Anzüge drin sind. Na gut, gehen wir mal hier durch. Okay. Na gut, du musst vielleicht doch mit einer guten alten Waffe. Oh. Okay, die haben wir beide wegbekommen, aber wir haben auch leider sehr viel Leben verloren. Aber wir finden gleich wieder so ein super Teilchen. Heilen wir uns doch gleich mal. Zack. Und was haben wir da drin? Na? Ein Schlüssel. Gut, das wird wahrscheinlich der rostige Schlüssel sein. Den nehmen wir mit. Was machst du denn da? Achso. So. Ich mache mal uns ein bisschen Platz in mein Inventar und spiele mal diese Dinger ab. Another great success. Today, the local coordinator for the Bureau and Chief Officer of the ARCS, Marcus Reich, appointed me deputy. I need a key. Deputy Foreman of Manufacturing. I'll take care of workshops, maintenance, and manufacturing itself. I'm so proud that Mr. Reich recognized my accomplishments. He's a role model to me. Not only is he an experienced scientist and a veteran of the island wars against the rebels, he's also the ideal man for the job. An excellent choice by the Bureau to lead the project. He and his wife Laura are the perfect model of how I picture my life in the future. Ah, er ist ja ziemlich begeistert von ihm. So, hier gibt es auf jeden Fall einige Türen. Gucken wir uns die Karte mal an. Mal einige Türen, wir gehen mal hier durch. Speichern, hinten ist wieder so ein grünes Viech. Moment, da ist ein Schalter. Was rein? Okay. Bank? Scheint aber nichts drin zu sein. Im Bett hier ist auch nichts. Da. Ein Buch und noch ein Buch. Wir nehmen beide Bücher mit. Und ewig singen die Wälder. Und das Handbuch des obersten Büros. Okay. Ich muss man wahrscheinlich irgendwo einordnen später. Oder irgendwas damit anfangen. Ich wüsste nicht, was man noch dann machen könnte. Hier sollen die nicht rein oder so, ne? Die vielleicht irgendwo hier reinpacken? Nee. Das geht nicht. Gut, dann wär's mal mit. Gut, gut. Genau, wir es machen sollen, weiß ich auch nicht. Wir gehen erstmal wieder raus. Dann ist noch ein Gegner und da ist auch ein Gegner. Also sind zwei Gegner hier drin. Frage, wie wir die platt machen können, ohne komplett selber drauf zu gehen. So, die Frage, wie wir als erstes anlocken. Wer kommt als erstes? Okay. Okay.
Mir geht's auch so. Ah, verdammt. Ah. Okay, es war natürlich auch ein bisschen blöd von mir. Ach, meinst du, so schnell kann man gar nicht wegkommen. Okay. Müssen wir anders. Den müssen wir anders killen, aber wie killen wir den am besten? Ohne dass wir selber drauf gehen. Auch so ein bisschen schlechte Waffen eigentlich, ne? Ich hab's ja schon ein bisschen hochgepowert, aber so richtig. Hier gibt's das nicht. 25. Hier ist unsere Waffe ganz gut. Wir müssen hier unser Schild verbessern, aber. Schild hier hinpacken? Brauchst das Schild drehen, um fortgeschrittene Schilde zu tragen? Shit. Nee. Wir haben mal kurz drin. Stimmt, das hatten wir schon das Thema. Also mal kurz die Rüstung mal angucken. Also wir haben ja hier 50% Integrität und mehr in Gefecht. Hier haben wir 60 und Zähigkeit. Lass uns die mal auch ansetzen. So. Vielleicht können wir ein bisschen mehr Schaden nehmen dann. Hier nochmal. Oh, komm schon. Oh. Mist. Aber kommen der Sache ein bisschen näher. Und jetzt muss der Grüne da auch ist, sonst würde ich. Mann. Viel zu schnell das Viech. Echt. Oh Mann! Ach Mann, das ist doch echt. Den krieg ich gar nicht besiegt, den Spacko. Shit.
haben ist. Wo ist er hin? Hinten. Mann! Gibt's doch gar nicht. Shit, ey. Aber guck mal, wie viel Leben wir verloren haben. Echt uncool. Hoffen, dass wir den Schleimi besser gekillt bekommen. Wann der Schleimi kommt, ist noch die Frage, ne? Hätten wir eigentlich nicht mehr. Das ist nervig, ne? Komm schon. Das war's. Schade, oder? Keine Mission mehr. Ist super. Wow, den haben wir gekillt. Und ich habe noch 6 Leben. Das ist ja super. Ja, geil, echt. Scheiße. Na gut. Lass mich mal aufladen, aber... Ich glaube, wir finden noch irgendwas, was wir hier gebrauchen können. Für irgendwas. Ein bisschen Leben oder so, das wäre nicht schlecht. Kommen wir lieber nicht rein. Nichts machen. Da ist ein Knopf. Ah, hier ist noch so ein Raum. Okay. Auch 2 Bücher. Okay, nehmen wir auch mit. Oh. Dann haben wir echt viele Bücher, das ist ja wunderschön. Bücher sind super. Mhm. Ja, aber trotzdem haben wir irgendwie noch kein Leben mehr gefunden oder so, dass es nicht ärgerlich ist. Denn so überleben wir haben wir keine Chance zu überleben. Bei gar nichts. Mhm. Nirgendwo rein, doch dann Knopf. Dann hier. Wieder rausgebeamt worden? Ja, anscheinend.
Okay. Was schießt das Ding? Okay. Gut zu merken, dass ein Schuss ist. Wer weiß, ob wir mal verfolgt werden. Und dann müssen wir vielleicht irgendwas schießen. Schießen. Da geht's runter. Da geht's auch runter. Das ist aber eine Kiste. Hm. Okay. Frage, wie man da hinkommt. Um drauf zu gehen. Das bringt uns raus. Hier kann man wahrscheinlich auch schießen. Genau. Okay, da schießt auch raus. Hier ist irgendwo ein Feuerding. Da können wir nur durch, wenn wir laufen, wieder nach rechts gehen. Da ist auch eine Kiste, okay. Also. Okay. Tatsächlich. Führen gegen dir Schaden, so was ihm einen schweren Schock. Schock von euch Schaden. Zapper. Wir haben keinen Platz mehr, warte mal. Platz mehr kann ich sein. Müssen wir was lesen hier. So. Füge einen Gegner vor dir Schaden zu verpassen, ihm einen Schock. Schock, 35 Schaden, 6 Sekunden Schockeffekt auf und Gesamtschaden. Okay. Jetzt noch nicht benutzen. Ob wir gut rauskommen wieder. Oh. Oh. Okay. Nochmal. Durch. Und dann können wir auch wieder rausgehen. Ich mir mal kurz ein. Wir brauchen unbedingt Leben. Aber vielleicht kommen wir jetzt hier auch durch. Aber okay, ist. Was muss man denn hier machen? Frag ich mich, was muss man hier machen? Hier kommen wir nicht durch. Ein Schalter oder so? Aber warte mal, jetzt weiß ich. Ah, okay, warte, jetzt habe ich eine Idee. Also, wir müssen. Ich muss den hier aufmachen und dann hier. Wenn man hier reingeht. Ich nicht. Ich hätte gedacht, ich müsste so einen Blitz daraus schießen. Hier rein. Durch hier. Oder? Okay, warte mal. Warte mal, kann das funktionieren? Wir probieren es nochmal, warte mal. Ich glaube, ich muss da durch den Schuss dort lösen.
klappt nicht. So schnell kann ich gar nicht schießen, wie der das will. Ist ja verkehrt, oder? Das wäre für mich die einzige mögliche Erklärung, aber... Hier komme ich ja nicht durch. Anscheinend nicht. Das muss es aber sein. Irgendwie muss es so sein. Ich weiß es nicht. Geht immer gleich wieder zu hier. Warte mal, gibt es eine bestimmte Reihenfolge. Festanlage für Türsynchronisation. Hier geht ja auch gleich wieder zu, die Tür, ne? Das ist egal, sobald ich schieße, geht das nicht. Geht ja gleich sofort zu, ne? Mann, wieso dreht er immer so schnell? Das ist so blöde. Schon sehr lange auf die Tür hier, ne? Also noch blicke ich nicht ganz so durch. Aber müssen wir erstmal woanders gucken. Vielleicht kriegen wir noch einen Tipp. In diesen Büchern steht nichts drin, in schlauen Büchern hier, ne? Okay, also müssen wir, glaube ich, erstmal was anderes finden, weil das hier geht nicht weiter. Also, wo können wir noch hin? Wir können auch zurück. Die Tür können wir nicht, aber wir können einen Weg noch gehen. Okay, da können wir noch nicht durch, müssen wir hier vorbeigehen. So, die beiden Räume haben wir abgesucht, dann können wir ja nicht noch hier runter gehen nochmal. Da haben wir noch nicht alles abgesucht. Wie uncool mit so wenig Leben, oh, so wie da zum Beispiel.
Eieiei. Ist ja auch wieder ein Ding der Unmöglichkeit. Also das schaffen wir schon mal gar nicht. Es sei denn, wir laufen da weg oder so, aber das macht ja auch nichts. Jetzt wird's eng. Shit. Können wir einfach gehen, das machen wir nicht. Das Problem ist, dass wir ohne Leben echt nicht weiterkommen. Ohne Leben können wir gar nichts machen. Da kommen wir ja nur in diesen anderen Bereich rein. Wo wir eigentlich auch schon waren, aber warum sind da auf einmal wieder so viele Gegner, ist die Frage, ne? Einfach testen. Oh, oh. Hier längs. I need a key. Warte, wir haben einen silbernen Schlüssel. Ach, geil. Okay, also da kommen wir eigentlich überhaupt nicht weiter. Wenn wir nicht irgendwo noch Leben herbekommen, könnte ich ganz zurückgehen nochmal und das alles machen. Gut, aber das müssen wir uns beim nächsten Mal drum kümmern, denn jetzt im Moment weiß ich nicht, wie es weitergehen soll. Vielleicht sammle ich nochmal ein, zwei Leben auf und komme dann beim nächsten Mal wieder dahin, wo wir jetzt sind. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.